So Leute, recht herzlich willkommen zu Schulle erklärt, Aufgaben zu quadratischen Funktionen, heute in der Corona-Edition, deshalb kleine Huster, seht sie mir nach. Ganz kurz dazu, mittlerweile bin ich ja Nachhilfelehrer und mache eigentlich gar kein YouTube mehr, aber was soll's. Corona hat mich mal wieder dazu motiviert, YouTube zu machen, weil Schüler kommen nicht mehr her, Kontaktsperre. Das ist schwierig, vor allem als Nachhilfelehrer, aber ja, dementsprechend muss ich heute mal eine Nachhilfestunde als Video machen, mal sehen, wie lange wir brauchen. Und zwar hat mir die besagte Person, der ich dann Nachhilfe gebe, diese Aufgaben geschickt. Einmal die und dann haben wir noch eine andere große Aufgabe. Und nachdem ich das alles abgetippt hatte, dachte ich mir so, um Himmels Willen. Ich lasse es euch jetzt erstmal so, wenn ihr das selber zu Hause erstmal durcharbeiten wollt. Wartet mal, ich gehe mal kurz, warte mal, wie muss ich hier weggehen? So weg, dass ihr auch die Abbildung seht. Das sind die Sachen, die gegeben waren. Die Parabel auf der rechten Seite bezieht sich auf Aufgabe 4 und die untere Abbildung auf einer Geraden in Rot bezieht sich auf Aufgabe 6. Könnt ihr ja mal Pause machen, selber mal durchrechnen und gucken, ob aufs selbe Ergebnis kommt. Könnt ja auch nicht schaden. Ne? So, haben wir lang genug geguckt, jetzt fangen wir erstmal an mit dem, was man eigentlich immer, wenn man solche Aufgaben sieht, als erstes machen sollte. Sich erstmal den Kram irgendwie übersetzen. Also, Aufgabe 1. Ermitteln Sie die Koordinaten des Scheitelpunktes und zeichnen Sie den Graphen der Funktion f in ein Koordinatensystem. Heißt eigentlich nichts anderes als berechne Scheitelpunkt und zeichne das Ding. Aufgabe 2. Berechnen Sie die Argumente der Funktion f, für die der Funktionswert 10,25 beträgt oder ist. Funktionswert, immer dran denken, das ist y. Argumente, das ist immer x. Das heißt, die suchen eigentlich hier einen x-Wert, an dem die Funktion den Wert 10,25 annimmt, wenn man das x oben in die Funktionsgleichung einsetzt. Also übersetzt, für welche x gilt f von x gleich 10,25? Gegeben sei eine Gerade g mit y gleich gx gleich minus 12x plus n. Berechnen Sie den Wert für n so, dass die Gerade g die Parabel mit der Funktionsgleichung berührt. Berühren? Berühren. Also müssen wir suchen, für welches n ist denn diese Gerade eine Tangente von f? Weil nur Tangenten berühren. Viertens. Im Koordinatensystem ist die verschobene Normalparabel einer quadratischen Funktion h dargestellt. Durch die Spiegelung von h an der x-Achse entsteht der Graph der Funktion p. Ermitteln Sie eine Gleichung für p. Habe ich mal knapp zusammengefasst als Spiegelung an x-Achse Funktionsgleichung. Gegeben sind zwei Geraden mit den Gleichungen y gleich 1,5x plus 3 und y gleich 1,5x plus 2. Berechnen Sie einen der Winkel, den diese Geraden einschließen. Tatsächlich schwierig hierbei, es gibt bei Schnittwinkeln tatsächlich immer nur einen richtigen Winkel, der andere wäre falsch. Aber wir berechnen dann einfach den Schnittwinkel von dem Ding. Und kommen dann, wenn ich so weit denke, ansonsten fällt es mir nachher nochmal beim Schneiden auf, dann dazu, was der Unterschied zwischen den beiden Winkeln ist. Die dargestellte Gerade schließt mit den Achsen ein Dreieck ein. Ermitteln Sie rechnerisch den Umfang dieses Dreiecks. Okay, Umfang berechnen. Gut. Dann fangen wir mal ganz geschmeidig mit dem ersten Teil an. Und zwar, wir haben die Funktionsgleichung x² minus 6x plus 7. Wir sollen den Scheitelpunkt ermitteln. Zum Ermitteln des Scheitelpunktes gibt es verschiedene Wege. Der sinnvollste Weg, meiner Meinung nach, ist, das Ganze in die Scheitelpunktsform zu überführen, weil, das ist interessant, die Scheitelpunktsform ihrerseits den Scheitelpunkt verrät und dieses Umwandeln für uns sehr, sehr nützlich ist, weil da tatsächlich öfters mal nachgefragt wird und das Ganze, auch wenn wir eine Funktion zeichnen sollen, eigentlich sinnvoller ist, das direkt mal in die Scheitelform umzuformen, damit wir genau sehen können, wo ist der Scheitelpunkt, und dann fällt das Zeichen eigentlich ganz leicht, da brauchen wir keine Wertetabelle mehr. Das ist herrlich bei Parabeln. So, also wir haben das Ding. Und wir erinnern uns, erstmal durch dieses Minus hier sehen wir, das muss ja eine zweite binomische Formel sein. Wieso binomische Formel? Quadratische Funktion, Binom, gehört alles zusammen. Alles irgendwie ein und dasselbe, hat alles nur komische Namen. Müssen wir mitleben. Was sehen wir erstmal? Wir wollen irgendwie auf jeden Fall, dass wir sowas mit einem Quadrat da reinkriegen. Und dass wir damit möglichst viel zusammenfassen.
Und dafür gucken wir uns die ersten beiden Sachen an und erkennen, naja, das ist ja x Quadrat minus 2 mal 3, 8,2, da haben wir schon mal die 2. Die hier vor dem AB steht, die haben wir jetzt hier. Cool. Jetzt können wir sehen, wir setzen einfach mal a gleich x. Warum machen wir das so? Weil das so möglichst sinnvoll ist. Du siehst ja, hier hast du x Quadrat, hier hast du a Quadrat. Dann hast du 2 mal a, also x mal irgendeine Zahl. Ach guck mal, hier haben wir auch irgendeine Zahl. Dann nehmen wir die mal als b. Ja, jetzt wissen wir aber, dass 3 zum Quadrat ist 9. Das heißt, das passt ja nicht. Und da kommt jetzt eine krasse Idee der Mathematiker hinzu, die, wie ich finde, immer wieder bezeichnend ist für uns Mathematiker. Wir machen nämlich einfach was dazu und nehmen es wieder weg. Wir sagen also plus 9, minus 9. Weil wir brauchen gerade 9. Und mit plus 9, minus 9 können wir nichts falsch machen. Stell dir vor, ich gebe dir 10 Euro und nehme sie dir dann wieder weg. Dann hast du nicht gewonnen, ich habe nichts verloren, alles super. Gut, du kannst mich dann wahrscheinlich weniger leiden als vorher, aber das ist dann halt ein bisschen die Gefahr des Mathematikers. Das ganze Ding nennen wir übrigens nahrhafte Null, weil im Endeffekt haben wir nichts gemacht, aber es hat uns was gebracht. Das ist auch so ein Motto meines Lebens. So, was wir jetzt machen ist folgendes, wir nehmen uns diese vorderen Zahlen, also x² minus 2 mal 3, x plus 9 und packen die zusammen in eine binomische Formel. Wir sagen also, das Ganze ist jetzt binom. Dann bleibt hinten natürlich noch was übrig. Also hier dieses x minus 3 in Klammern zum Quadrat, das sind die Zahlen bis zu der grünen 9 hier. Achso, kann ich gar nicht markieren. Schade. Und dann haben wir hinten noch die minus 9 plus 7. Naja, die können wir zusammenrechnen, das sind zwei Zahlen, das können wir seit der zweiten Klasse. Minus 9 plus 7, jetzt ist natürlich minus 2. Wir haben die Scheitelpunktsform. Und zwar, hier eine Besonderheit immer wieder, ein schöner Fehlerschwerpunkt, bei dem x, da kommt ein Vorzeichenwechsel. Das heißt, die x-Koordinate unseres Scheitelpunktes ist nicht minus 3, sondern plus 3. Richtig. Und die y-Koordinate ist minus 2. Weil bei y passiert nicht so viel, das ist auch sehr weit weg vom x. Immer wieder dran denken, das x ist das Bermuda-Dreieck der Mathematik. Und somit können wir den Scheitelpunkt sofort angeben. 3 und minus 2. Jetzt haben wir die Aufgabe aber noch nicht fertig, wir sollen das Ding ja noch zeichnen. Dafür brauchen wir eigentlich nur den Scheitelpunkt und die Funktionsgleichung, die wir uns noch mal kurz angucken. Was erkennen wir denn überhaupt? Hey, vor dem x² steht keine Zahl ungleich 1. Also würde da jetzt 2x² stehen und sowas, wäre jetzt ein bisschen schwieriger, aber da steht nur x², das heißt, es handelt sich um eine Normalparabel. Und Normalparabeln sind sehr schön zu zeichnen, weil dafür gibt es ja diese schönen Parabelschablonen. Wir machen uns also ein Koordinatensystem. Den Scheitelpunkt habe ich hier schon mal eingezeichnet. Und das Einzige, was wir jetzt eigentlich nur machen müssen, ist, mit unserer Parabelschablone, und jetzt kommt der Punkt, so rum, weil, warte mal, das sieht man ja ganz schlecht, das ist ja voll das sieht man aber nicht, ne? Das ist ja doof. Sieht man jetzt so? Wenn ich jetzt hier mir so vor den Kopf halte. Ah, guck mal hier, so sieht man die Parabelschablone. Ich weiß, wofür mein Kopf da ist, geil, damit man Parabelschablonen sieht. Also wir nehmen die Parabelschablone so, weil unsere Funktion ist nach oben hin geöffnet. Wir haben ja hier eine plus 1 vor dem x² zu stehen, das heißt plus 1, das ist positiv. Und immer wenn wir positiv sind, lachen wir. Unsere Mundwinkel gehen hoch, Parabel ist nach oben geöffnet. Würde dann minus x² stehen, dann müssten wir die Schablone, warte, jetzt kommt der Kopf wieder zum Einsatz. Endlich mal, ey. Naja, müssten wir die so nehmen, weil dann ist die Parabel nach unten geöffnet. Übrigens nicht wundern, warum ich hier so einen grünen Schimmer habe und sowas. Ich habe mich ja so altes Greenscreen-Zeug jetzt zusammengerafft und das klappt alles noch nicht. Deshalb ist halt auch alles mit den Farben und so weiter alles ein bisschen schwierig, aber ein hübscher Menschen kann nicht entstellen. Mich dann erst recht kalt, nichts. So, wo waren wir überhaupt im Text? So, genau, wir haben unseren Scheitelpunkt hier. Und würden dann jetzt unsere Parabelschablone einfach so anlegen, dass die hier so schön diese Parabelform hochmacht. Da ich an sich kein guter Zeichner bin, habe ich das einfach mal den Computer machen lassen. Und dann sieht das Ganze so aus. Interessant hierbei, hier können wir uns auch nochmal kurz überprüfen, weil die schneidet ja hier bei 7. Und wenn wir unsere Funktionsgleichung uns angucken, dann haben wir hier die plus 7, das sogenannte absolute Glied. Achtung, das ist kein Hip-Hop-Name. Das heißt wirklich so das Ding.
Dieses absolute Glied sagt uns ja immer, wenn du dich auch noch an Geraden erinnerst, dieses mx plus n, das n hat uns immer gesagt, wo wir die y-Achse schneiden. Und das gilt auch bei Parabeln. Also durch die 0 und 7, also den Punkt 0 und 7, muss die Parabel gehen. So, wir haben die erste Aufgabe geschafft. Wahnsinn, die Zeit rennt. Weiter geht's. Berechnen Sie die Argumente der Funktion f, für die der Funktionswert 10,25 ist. Okay, es muss also gelten, f von x gleich 10,25. Wir rechnen einfach freudig los, weil wir wissen ja jetzt, was zu machen ist. Wir müssen f von x gleich 10,25 ausrechnen. Und f von x hängt ja von x ab. Also setzen wir einfach die Funktionsgleichung ein. Diese Funktionsgleichung müssen wir jetzt nach x umstellen. Dazu machen wir folgenden Schritt als erstes. Und zwar, alles auf eine Seite bei quadratischen Funktionen ist immer wieder super, solange wir ein x Quadrat, irgendwas mit x und irgendwas mit normalen Zahlen haben, ist es immer so die Taktik, dass wir alles auf eine Seite schmeißen. Das heißt minus 10,25. Und damit kriegen wir dann das. Und 7 minus 10,25, das kann man dann ausrechnen und da ergibt sich 3,25. Und jetzt haben wir die klassische Form 0 ist gleich irgendwas Quadratisches. Vor dem x Quadrat steht auch keine Zahl außer 1. Dementsprechend können wir die PQ-Formel anwenden. Und dazu sehen wir erstmal, dass p minus 6 ist. Das ist ja die Zahl vor dem alleinigen x. Und q ist die Zahl komplett ohne x. Die ist minus 3,25. Jetzt müssen wir uns natürlich die PQ-Formel wieder ins Gedächtnis rufen. Habe ich hier mal für dich gemacht. Und wie durch Zauberhand setzen wir da jetzt diese Zahlen ein. Nämlich für p die minus 6 und für q die minus 3,25. Jetzt kann man hier einiges zusammenfassen. Du siehst hier minus, minus 6 halbe, 6 halbe, 6 durch 2, das ist 3. Hier minus 6 halbe, das ist minus 3. Minus, minus, daraus wird plus. Und dementsprechend minus 3 zum Quadrat, das habe ich hier jetzt noch sogar noch übersprungen, das ist 9. Minus 3 mal minus 3, minus, minus wird positiv. Und 3 mal 3 ist 9. So. Na gut, dann können wir das weiter zusammenfassen. 9 plus 3,25, das sind 12,25. Die Wurzel aus 12,25 könnte man theoretisch wissen. Das gehört so zu diesen schönen Potenzen, die man öfters mal hat. Und zwar ist das 3,5 dann als Wurzel. Und 3 plus 3,5 wäre dann unser x1. Das ergibt sich dann zu 6,5. Und 3 minus 3,5 sind minus 0,5. Und an diesen beiden Stellen hat die Funktion den Funktionswert 10,25. Habe ich angekündigt. Alles super. Damit haben wir auch diese Aufgabe wieder hinter uns gebracht. Für dich einfach nur wichtig, wenn du das liest, wenn du sowas hast, immer erstmal irgendwie so eine Nullstellenaufgabe. Danach ist es immer wieder dasselbe eigentlich, was wir machen. Außer natürlich von den Zahlen, die da so rankommen, aber so an sich ist es dann halt wirklich dasselbe. Nächste Aufgabe. Ah, das mit der Gerade. Das ist auch interessant. Wenn du dir vorstellst, du hast so eine Parabel und du hast jetzt diese Gerade. Nehmen wir mal diese Kante hier. Was wir jetzt machen, ist eigentlich folgendes. Wir verschieben diese Parabel, diese Gerade, bis sie die Parabel schneidet. Ach, guck mal, hier sieht man das ja auch gut. Jetzt sieht man es wieder nicht. Ach, ich hasse das ja. Bis sie die Parabel nur einmal schneidet. Das ist unser Ziel. Weil Tangenten berühren nur einmal. Zumindest bei Parabeln. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Das heißt, wir gucken uns erstmal an, wie sind die Schnittpunkte von f und g in Abhängigkeit von diesem n. Und machen uns bewusst, dass Schnittpunkte berechnen nichts anderes bedeutet als setze die Funktionsgleichung einfach gleich. F von x ist also gleich g von x. Dann setzen wir die Funktionsgleichung ein und wieder irgendwas mit quadratisch. Das heißt, alles auf eine Seite. Such dir die Seite aus, auf der schon mehr steht, dass du möglichst wenig rüber schaffen musst. Denn jetzt können wir sagen, mit plus 12x geht dann erstmal die 12x hier weg. Mit minus n geht das n hier weg. Und wir haben diese schöne, naja, schön ist sie nicht, da ist noch ein Parameter drin, aber diese Gleichung. Gleichung gleich 0. Vom x Quadrat steht nur eine 1. Eine gedachte 1, die schreibt man ja nicht hin. Oh, PQ-Formel. Wir gucken uns wieder an. P ist 6,
Q ist diesmal 7 minus n. Sieht jetzt erstmal nicht ganz so schön aus, muss ich zugeben. Und da haben wir nochmal die BQ-Formel. Jetzt wieder wie durch Zauberhand eingesetzt. Unsere P-Werte, unsere Q-Werte. Und jetzt rechnen wir aus. Minus 6 halbe. Minus 6 geteilt durch 2. 6 geteilt durch 2, das ist 3. Was habe ich denn hier noch gemacht? Ach, hier habe ich erstmal. Oh, okay. Ich bin alt, Entschuldigung. Wir nehmen erstmal das Minus hier von der Klammer weg. Lösen das auf. Das heißt, minus 7 plus n. Es ändern sich drinnen die Vorzeichen. Und jetzt werden wir mit Sicherheit, hoffe ich doch, 6 halbe ausrechnen. Das sind nämlich 3 und hier sind es auch 3. Ja, sieht gut aus. 3 zum Quadrat, das ist 9. Minus 7, das sind 2. Und so haben wir minus 3 plus minus die Wurzel aus 2 plus n. Sieht nicht schön aus. Ja, was wollten wir überhaupt machen? Brauchen wir diese x-Werte? Nö, brauchen wir nicht. Da fragt die Aufgabe gar nicht nach. Die Aufgabe fragt nur nach dem n. Wie muss n sein, sodass wir davon ausgehen können, dass die Gerade eine Tangente an die Parabel ist? Und das ist tatsächlich jetzt recht schön, weil du wirst das mit Sicherheit schon mal irgendwo gesehen haben. Das nennt sich, wie heißt das? Diskriminante oder so, irgendwie so ein Dreh wird das manchmal genannt. Es geht jetzt darum, wir wollen ja nur einen Schnittpunkt haben. Das heißt, minus 3 plus diese Wurzel muss dasselbe ergeben wie minus 3 minus die Wurzel. Die einzige Zahl, die ich plus, also die ich nehmen kann und plus irgendeine andere Zahl oder minus eine andere Zahl, sodass ich dann. Ich habe eine Zahl. Und wenn ich da jetzt plus die Zahl mache und es kommt dasselbe raus, wie wenn ich minus die Zahl mache, dann muss diese Zahl 0 sein. Das heißt, ergo muss unsere Wurzel hier, die muss 0 sein. Und eine Wurzel ist nur dann 0, wenn das unter der Wurzel 0 ist. Also 2 plus n muss 0 sein. Das ist gegeben für n gleich minus 2. Das heißt, für n gleich minus 2 berührt die Gerade g, die Parabel, an der Stelle x gleich minus 3. Das können wir dann noch machen, indem wir einfach diese n gleich minus 2 hier einsetzen, dann wissen wir die minus 3. Wäre jetzt sogar noch gefragt gewesen, wie ist der Wert dieses Berührpunktes, dann hätten wir jetzt einfach die minus 3 nehmen können und in unsere ursprüngliche Funktionsgleichung einsetzen. Aber war hier nicht gefragt. Auch nicht schlimm. Im Koordinatensystem ist die verschobene Normalparabel einer quadratischen Funktion h dargestellt. Durch die Spiegelung von h an der x-Achse entsteht der Graph der Funktion p. Ermitteln Sie eine Gleichung für p. Ja. Ja. Manchmal ist es schwierig, sich die Aufgaben so vorzustellen. Im Endeffekt sagen wir uns jetzt einfach nur, die nehmen das grüne Ding und spiegeln das an der waagerechten x-Achse. Stellt sie mal vor, ich trinke in der Weile einen Schluck. Schön. So, also wir spiegeln das grüne Ding. Was passiert denn jetzt überhaupt? Naja, wenn wir spiegeln. Dieser Punkt hier beispielsweise, der Scheitelpunkt, der liegt ja 1 über der x-Achse. Wenn ich den jetzt spiegel, also das ganze Blatt theoretisch an der x-Achse einmal drehe, dann würde der ja 1 unter der x-Achse liegen. Parallel dazu, dieser Punkt, der 2 über der x-Achse liegt, würde dann 2 unter der x-Achse liegen. Der ja auch und jeder andere Punkt auch. Was bringt uns das? Bringt uns das überhaupt was? Ja, bringt es uns. Weil, sobald wir mit Verschiebungen arbeiten, gucken wir uns immer an, was macht der Scheitelpunkt. Was passiert mit dem Scheitelpunkt und wie ändern sich die Eigenschaften der Funktion vielleicht? Naja, unser Scheitelpunkt liegt bei 2 und minus 1 jetzt. X gleich 2 und y gleich minus 1. Und wir haben die Scheitelpunktsform. Das Einzige, was wir für die Scheitelpunktform noch brauchen, ist ein Wissen über den Streckungsfaktor, also wie steil die Parabel geht. Geht sie jetzt so? Oder ist sie halt nach unten geöffnet? Wie weit? Wir hatten am Anfang ja eine Normalparabel. Das heißt, das ist die ganz normale, durchschnittliche Parabel, die ganz normal halt nach oben geht. Die haben wir jetzt einfach gespiegelt. Das heißt, der Streckungsfaktor ist schon mal 1. Normalparabel. Das Einzige, worauf wir achten müssen, ist, dass wir hier ein Minus vormachen. Weil die Parabel ist ja jetzt nach unten geöffnet. Negativ, also
Ansonsten, auch hier Ja. wieder, die x-Koordinate X-Koordinate des des Scheitelpunktes Scheitelpunktes muss mit mit minus Minus hier rein. Sie ist hier minus 2, 2, das das heißt, heißt, da da muss muss eine eine minus minus 2. 2. Wäre Wäre die die x-Koordinate x-Koordinate eine eine minus minus 2, 2, müsste müsste hier hier eine eine plus plus 2. 2. Bitte, Bitte, bitte bitte da da immer immer wieder wieder aufpassen. aufpassen. Gern Gern gesehener gesehener Fehlerschwerpunkt. Fehlerschwerpunkt. Ja, Ja, und und die die y-Koordinate, y-Koordinate, ich ich schmeiße schmeiße mal mal einfach einfach hinten hinten ran, ran, weil, weil, was was soll soll man man mit mit der? der? Gut, Gut, ja, ja, war war es es geschafft. geschafft. Schnittwinkel. Schnittwinkel. Gegeben Gegeben sind sind zwei zwei Geraden Geraden mit mit den den Gleichungen Gleichungen y y blablabla blablabla und und y y blablabla. blablabla. Berechnen Berechnen Sie Sie einen einen der der Winkel, Winkel, den den diese diese Geraden Geraden einschließen. einschließen. Wenn Wenn wir wir über über Schnittwinkel Schnittwinkel reden reden oder oder über über Winkel, Winkel, die die Geraden Geraden einschließen, einschließen, dann dann reden, reden, also also Winkel, Winkel, die die Geraden Geraden einschließen, einschließen, sind sind in in der der Regel Regel Schnittwinkel. Schnittwinkel. So, So, und und da da machen machen wir wir einfach einfach mal mal uns uns eine eine kleine kleine Skizze. Skizze. Ich Ich habe habe mir mir größte größte Mühe Mühe gegeben, gegeben, einen einen Alpha Alpha ungefähr ungefähr in in Paint Paint hinzukriegen. hinzukriegen. Ja, Ja, also also dafür dafür schon schon mal mal einen einen Daumen Daumen hoch hoch da da lassen. lassen, Ne? ne? War War anstrengend. anstrengend. Also Also das das hier hier ist ist erstmal erstmal so so der der Winkel, Winkel, der der irgendwie irgendwie gesucht gesucht wird. wird. Ja. Ja. Was Was können können wir wir machen? machen? Überlegen Überlegen wir wir mal mal kurz, kurz, was was wissen wissen wir wir denn denn mit mit Winkeln Winkeln und und Geraden? Geraden? Da Da war war doch doch irgendwie irgendwie mal mal was. was. Ah, Ah, okay, okay, ich ich lasse lasse ja ja nicht nicht länger länger zappeln. zappeln. Wir Wir kennen kennen Anstiegswinkel. Anstiegswinkel. Das Das Gamma Gamma ist ist mir mir auch auch sehr sehr schön schön gelungen, gelungen, muss muss ich ich gerade gerade sagen. sagen. Oh, Oh, um um Himmels Himmels Willen, Willen, ist ist das das peinlich. peinlich. Das Das Blätter Blätter sieht sieht auch auch nicht nicht besser besser aus. aus. Naja, Naja, gut. gut. Ach, Ach, ein ein Herz Herz für für hässliche hässliche Buchstaben. Buchstaben. Wir Wir kennen kennen Anstiegswinkel. Anstiegswinkel. Wir Wir kennen kennen nämlich nämlich folgenden folgenden Zusammenhang. Zusammenhang. Der Der Tangens Tangens vom vom Anstiegswinkel Anstiegswinkel einer einer Geraden Geraden ist ist gleich gleich der der Anstieg Anstieg der der Geraden. Geraden. Also Also wenn wenn eine eine Gerade Gerade m m gleich gleich 2 2 hat, hat, dann dann wissen wissen wir, wir, dass dass Tangens Tangens von von ihrem ihrem Anstiegswinkel Anstiegswinkel 2 2 ist. ist. Das Das hat hat was was mit mit Gegenkathete Gegenkathete durch durch Ankathete Ankathete zu zu tun, tun, der der Definition Definition vom vom Tangens. Tangens. Also Also der der nach nach der der möglichen möglichen Anwendungsdefinition Anwendungsdefinition des des Tangens, Tangens, muss muss man man vorsichtig vorsichtig sein. sein. Und Und m m machst machst du du ja ja auch auch mit mit Delta Delta Y Y durch durch Delta Delta X. X. Und Und Delta Delta Y Y wäre wäre in in unserem unserem Fall Fall dann dann immer immer dieses dieses Stück, Stück, Delta Delta Y, Y, Delta Delta X. X. Und Und hier hier ist ist ja ja unser unser Winkel, Winkel, das das heißt, heißt, Delta Delta Y Y ist ist auch auch gleichzeitig gleichzeitig die die Gegenkathete Gegenkathete und und Delta Delta X X ist ist die die Ankathete. Ankathete. Weil Weil hier hier dann dann der der rechte rechte Winkel Winkel wäre. wäre. Denke, Denke, ist ist erstmal erstmal soweit soweit klar. klar. Oder Oder nimm's nimm's hin. hin. Wie Wie du du möchtest. möchtest. Gut, Gut, also, also, um um jetzt jetzt dieses dieses Winkelchen Winkelchen Alpha Alpha rauszukriegen, rauszukriegen, brauchen brauchen wir wir also also Beta Beta und und Gamma. Gamma. Der Der Tangens Tangens von von Gamma Gamma ist ist 1,5. 1,5. Ach Ach so, so, siehst siehst du, du, ganz ganz wichtig. wichtig. Warum Warum weiß weiß ich, ich, dass dass das das 1,5 1,5 sein sein muss? muss? Ein 1,5x 1,5x steigt steigt nicht nicht so so dolle dolle wie wie 1,5x. 1,5x. Das Das ist ist ganz ganz wichtig, wichtig, deshalb deshalb ist ist die die etwas etwas steilere steilere Gerade Gerade hier hier symbolisiert symbolisiert die die zweite zweite Gerade. Gerade. Und Und deshalb deshalb konnte konnte ich ich jetzt jetzt auch auch hier hier mit mit Gewissheit Gewissheit sagen, sagen, dass dass Tangens Tangens Gamma Gamma 1,5 1,5 ist, ist, weil weil das das halt halt der der größere größere ist. ist. Um Um das das jetzt jetzt aufzulösen, aufzulösen, müssen müssen wir wir den den Arcus-Tangens Arcus-Tangens oder oder Schiff-Tangens, Schiff-Tangens, Tangens Tangens hoch hoch minus minus 1 1 im im Taschenrechner Taschenrechner anwenden anwenden auf auf beide beide Seiten. Seiten. Auf Auf der der linken linken Seite Seite fällt fällt dann dann Tangens Tangens weg, weg, weil weil das das sind sind so so natürliche natürliche Gegenspieler. Gegenspieler. Tangens Tangens und und Tangens Tangens hoch hoch minus minus 1 1 verpuffen verpuffen zu zu Einhorngeruch, Einhorngeruch, keine keine Ahnung, Ahnung, was was da da rauskommt, rauskommt, war war noch noch nie nie anwesend. anwesend. Und Und auf auf der der rechten rechten Seite Seite müssen müssen wir wir dann dann einfach einfach Tangens Tangens hoch hoch minus minus 1 1 von von 1,5 1,5 im im Taschenrechner Taschenrechner eintippen. eintippen. Bitte Bitte darauf darauf achten, achten, dass dass du du deinen deinen Taschenrechner Taschenrechner auf auf Grad Grad eingestellt eingestellt hast hast und und nicht nicht auf auf Radiant. Radiant. Und Und bei bei Grad Grad wirklich wirklich darauf darauf achten, achten, dass dass es es Degree Degree sind. sind. Weil Weil es es gibt gibt noch noch eine eine andere andere Einheit, Einheit, die die auch auch Grad Grad heißt, heißt, die die falsch falsch ist ist und und die die ist ist im im Taschenrechner Taschenrechner immer immer mit mit GRA GRA drin. drin. Aufpassen. Aufpassen. Also Also Degree Degree für für Grad, Grad, Radiant Radiant für, für, wenn wenn du du mit mit Pi Pi was was machen machen willst. willst. So. So. Gamma Gamma ist ist ungefähr ungefähr 56,31 56,31 Grad. Grad. Das Das gleiche gleiche können können wir wir dann dann auch auch für für Beta Beta machen, machen, weil weil wir wir wissen wissen ja, ja, Beta Beta ist ist ja ja von von der der Geraden Geraden mit mit dem dem 1,5x.1,5x. Also Also ist ist Tangens Tangens Beta Beta gleich gleich 1,5.1,5. Wir Wir wenden wenden auf auf beide beide Seiten Seiten den den Tangens Tangens an an und und erhalten erhalten auch auch da da wieder wieder mit mit Hilfe Hilfe unseres unseres herrlich herrlich frischen frischen Taschenrechners Taschenrechners die die 26,57 26,57 Grad Grad in in der der Rundung, Rundung, am am Himmels Himmels Willen. Willen. Mir Mir ist ist ein ein Fehler Fehler unterlaufen. unterlaufen. Hier Hier muss muss ein ein ungefähr ungefähr zeichnen. zeichnen. Ganz, Ganz, ganz ganz wichtig. wichtig. Puh. Puh. Oh, Oh, da da schwitze schwitze ich ich gleich. gleich. Schlimm. Schlimm. Oh. Oh. Und Und dann dann wissen wissen wir, wir, dass dass Alpha Alpha ist ist ja ja eigentlich eigentlich Gamma, Gamma, also also dieser dieser ganz ganz große große Winkel, Winkel, ja ja minus minus diesen diesen kleinen kleinen Beta-Winkel, Beta-Winkel, dann dann haben haben wir wir ja ja Alpha. Alpha.
Und jetzt nehmen wir den Näherungswert und hier habe ich hoffentlich das ungefähre Zeichen wieder. Ja. Das heißt, wir haben 56,31 Grad minus 26,57 Grad. Auch das rechnet der Taschenrechner aus und das wären 29,74 Grad. Bevor du mich jetzt schimpfen möchtest, das gleiche Zeichen hier darf ich setzen. Weil hier habe ich gerundet und habe dann jetzt hier gerundete Werte und die Differenz dieser gerundeten Werte ist wieder gleich. Aber gut aufgepasst. Gefällt mir. Also damit haben wir jetzt auch das mit dem Schnittwinkel fertig. Das Interessante ist, was die Aufgabe hier drin hatte, sie einen der Winkel. Mit dem anderen Winkel wäre dieser große gemeint. Sobald wir aber Schnittwinkel wirklich als Begriff haben, müssen wir immer den Winkel nehmen, der zwischen 0 und 90 Grad liegt. Ganz, ganz wichtig. Ansonsten gibt es auch da von Kollege zu Kollege einen halben bis einen Punkt Abzug. Muss man halt nehmen. So, die dargestellte Gerade schließt mit den Achsen ein Dreieck ein. Ermitteln Sie rechnerisch den Umfang dieses Dreiecks. Jetzt haben wir das Bild natürlich nicht mehr vor Augen vom Anfang, also habe ich es einfach nochmal mit reingenommen. Gut, oh gut, drei Achsen, hier ist eine Achse, da ist eine Achse, ach, machen wir es doch mal blau. Und, ja, Umfang. Umfang vom Dreieck ist ja eigentlich nur Seite A plus Seite B plus Seite C. Und da wir jetzt hier im Koordinatensystem sind, Koordinatensystem, nicht System, können wir jetzt die Punktkoordinaten der Eckpunkte ablesen. Wir sehen zum Beispiel, dass ich auch hier wieder einen Fehler gemacht habe. Das ist schlimm, wenn man den ganzen Tag an so einer Folie hängt. Minus 4 ist hier natürlich. Ne? Hier ist minus 4. 0, 0, 0, 3. Und der Umfang, hatte ich ja gesagt, das ist ja A plus B plus C. Also die Strecke A plus die Strecke B plus die Strecke C. Beziehungsweise, wenn wir mit den Punkten jetzt einfach rechnen wollen, die Strecke AB plus die Strecke BC plus die Strecke CA. Strecken kennst du ja, wir sagen Anfangspunkt, Endpunkt, gehen ja eh gerade dazwischen durch. Fertig dann. Gut. AB sehen wir, ist ja 4 lang. Denk dran, hier steht zwar eine minus 4, aber die Länge der Strecke ist 4. BC ist 3 lang, weil das geht ja hoch. Ja, CA geht ja schräg, ist doof. Aber dir ist ja mit Sicherheit schon was aufgefallen. Hier gilt der Pythagoras. Weil hier haben wir einen rechten Winkel. Wir kennen eine Kathete, wir kennen eine andere Kathete. Und die Hypotenuse, die suchen wir. Das heißt, die Hypotenuse steht ja immer hier auf der linken Seite ganz alleine. Die normalen Katheten wollen mit der irgendwie nichts zu tun haben. Riesenfall vom Mobbing, aber da hilft ja keiner. Dementsprechend können wir das mal mit unserem CA, AB und BC einsetzen. Und erhalten das. Jetzt wollen wir ja nicht CA Quadrat, sondern nur CA. Also ziehen wir die Wurzel auf beiden Seiten. Dann fällt ja dieses Quadrat weg. Und hier bitte nicht den Fehler machen, dann einfach AB plus BC zu schreiben, sondern die Wurzel aus dem gesamten Kram. Ich habe hier schon mal die Zahlen eingesetzt. Das Ganze übernehmen wir jetzt auf die linke Seite. Rechnen aus. 4 zum Quadrat ist 16. Sehr gut. 3 zum Quadrat ist 9. 16 plus 9 sind 25. Die Wurzel aus 25 sind 5. Und somit haben wir 4 plus 3. Das sind 7 plus 5 sind 12. Das ist unsere gesuchte Größe, nämlich der Umfang des Dreiecks. Gut. Und damit hätten wir die erste Aufgabe mal durch. Im nächsten Video geht es dann an die zweite Aufgabe. Bis dahin wünsche ich dir erstmal einen schönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, je nachdem, wann du das Video gesehen hast. Hoffe, es hat dir einigermaßen geholfen. Konstruktive Kritik, unten sind Kommentare. Hat es dir gefallen? Einfach mal einen Daumen hoch, damit ich auch irgendwie Feedback kriege. Daumen runter ist doof, dann schreib lieber rein, du bist hässlich, dann kann ich das löschen. Bis dahin. Tschüss.